zu reden? Gerade nicht so. Ich habe Robby gesehen, habe ihn angeguckt und da habe ich schon direkt gewusst, da stimmt irgendwas nicht. Wenn du reden willst, kannst du reden. Ich weiß. Deswegen Lena? Natürlich mit Lena. Du liebst sie sehr, ne? Vielleicht braucht sie so Freiraum, ja, weißt du? Sie auch. So, um zu gucken, was sie will halt, ne? Und ich glaube eher, sie hat Angst, was zu verpassen. Weißt du, ja, was ich meine? Trotzdem können auch Dinge, die sie macht, während sie Single ist, mir immer noch wehtun. Und so dumm es sich anhört, irgendwie auch vielleicht Türen verschließen, die einen Weg zurück schwerer machen. Ich habe selber gemerkt, so ist es bei mir nicht so, dass dann einfach eine Frau an meiner Seite fehlt, sondern sie ist halt für mich viel mehr als schon eine Freundin oder meine Verlobte. Jung, ihr wart ziemlich jung. Lena ist seine erste große Liebe. Ne? Er sieht die Zukunft gerade nur mit Lena, mit sonst keinen, und das nimmt ihn mit. Da hat sie halt ein brutales Loch in meinem Leben hinterlassen. Und das geht nicht von... Das dauert. ...einem Tag auf den nächsten. Nein, das dauert. Ja, aber ich frag mich, gibt es bei ihr kein Loch? Okay. Wow. Es ist natürlich auch eine extreme Situation hier, ne? Du schläfst in deinem Bett, du machst Spiele zusammen, Spiele verbinden. Manchmal, ja, und dann bist du nächste Woche oder keine Ahnung, in ein paar Tagen wieder zu Hause und ich muss es hinkriegen, dass es mir auch ohne Lena gut geht. Vielleicht kommt irgendwas Besseres. Auch wenn du dir das jetzt nicht vorstellen kannst, ne? Eines Tages denkst du, wow, war eine geile Zeit, aber jetzt ist was Besseres gekommen. Ja. Es braucht seine Zeit. Und irgendwann schaltest du ab. Irgendwann geht, das kommt automatisch. Aber wenn du mal schreibst, wenn du mal telefonierst, ne? Dann gehst du innerlich kaputt. Weiß. Und das wird dann immer, wenn du verzögerst, es fällt schwer. Ich bin genauso. Es wird der Tag kommen. Und dann ist es vorbei. Ich weiß.